Hallo, hier ist wieder die Biene von Biene Loves Life. Ich zeige euch heute einen neuen Look. Deswegen bin ich jetzt noch so ein bisschen ungeschminkt und werde euch einen leichten und vielleicht auch ein bisschen herbstlichen oder wahrscheinlich abgespeckten Look zeigen, den ich sehr gerne jetzt im Herbst und Winter schminke. Ich zeige euch gerade mal die Produkte. Und es geht weiter mit den Produkten, die ich jetzt euch gezeigt habe. Wir fangen an zuerst mit einer BB-Creme hier von Lancôme. Die ist neu bei mir eingezogen nach unserem Urlaub und ich bin total begeistert davon. Trage ich einfach nur ein bisschen überall auf. Ich muss hier immer mal ein bisschen zur Seite gucken, um in meinem Spiegel zu gucken, dass ich nicht aus Versehen meine Haare schminke. Das wollen wir nicht. Der Vorteil bei einer BB-Creme ist, es ist ja ein Blemish-Balm und dieser Blemish-Balm kommt aus dem Englischen. Wie der Name sagt, soll es sich darum kümmern, dass man vor allem auch Rötungen und Unebenheiten nicht mehr so sehr im Gesicht sieht. Ich trage das jetzt aber einfach nur mit der Hand auf, weil das ist eigentlich wie eine Creme. Das Serum und jegliche Augencremes, Pflegeprodukte, Toner, alles, was man noch benutzen möchte davor, sollte man davor benutzen, damit es dann auch schön in die Haut einzieht. Und durch diese BB-Creme, ich hoffe, das kommt jetzt hier in diesem Video auch gut rüber, finde ich, ist die Haut sehr ausgeglichen und sieht auch erstmal gleichmäßig eben aus. Als nächstes nehme ich meinen Concealer. Ich habe mir hier jetzt mal wieder einen von Maybelline geholt. Das ist dieser Dreamy Lumi Touch und den finde ich wirklich toll, weil den hat man hier und durch dieses Drehen am Ende kommt dann hier oben die Farbe raus. Dann trage ich das ein bisschen auf. Unter den Augen ist bei mir irgendwie zurzeit gerade echt was zu korrigieren, denn ich habe irgendwie unheimliche Augenringe. Ich weiß gar nicht wieso, ob mir die Zeit oder auch die Luftumstellung nicht so wirklich gut gefallen haben. Und das mache ich hier auch noch ein bisschen auf der Stirn, damit es ein bisschen den Blick öffnet und man auch ein bisschen entspannter aussieht. So, schön einblenden. Und wahlweise kann man jetzt, wenn man möchte, auch noch ein Make-up nehmen. Also manche sagen ja dann, ich brauche auf jeden Fall noch eine Foundation. Wenn man das Gefühl hat, die Haut ist dann doch noch nicht so schön eben, um sie weiter zu schminken. Aber wir gucken mal, wie es bei mir gleich aussieht. Ich glaube, das sieht ganz okay aus, oder? Also zumindest das, was ich hier im Spiegel direkt vorm Fenster bei Tageslicht sehe, herbstlichem Tageslicht, heute ist ja gar nicht so ein gutes Wetter, finde ich, sieht erstmal ganz gut aus. Man könnte das jetzt wirklich noch ein bisschen perfektionieren. Wenn ich das jetzt machen wollen würde, ich mache es heute aber nicht, würde ich dann den hier nehmen von Manhattan. Da ist auch nur noch so ein bisschen drin, aber der ist ganz schön, der ist Fresher Skin. Das ist so eine ganz leichte Foundation und die hat sogar einen Lichtschutzfaktor 15. Hatte das eigentlich die BB-Creme auch? Gute Frage. Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall Anti-Stress ist die sogar. Nun gut. Auf jeden Fall. Ich verlinke euch die Produkte alle unten in der Infobox und dann schaut ihr einfach mal rein, ob euch das gefällt oder nicht. Und mache jetzt einfach weiter. Mir gefällt das jetzt so, wie das aussieht. Das kann so bleiben. Ich möchte heute nicht noch so zugekleistert werden. Ich mache auch meine Augen heute nicht, weil es soll wirklich ein schnelles Make-up sein, was man mal morgens einfach auflegt. Vielleicht auch, wenn die Kinder sowieso gerade durch die Wohnung rennen und ein bisschen beschäftigt sind, damit man nicht so viele Produkte hat. Dann von Smashbox habe ich noch, wie man sieht, ein bisschen was übrig von meinem Contouring-Set hier, das braune. Das mache ich immer beides. Es gibt da eigentlich einen Unterschied. Man hat einen Contour und einen Bronzer, genau. Also das soll Contour sein und das soll Bronzer sein. Ich mache einfach beides, einfach rauf auf den Pinsel so ein bisschen vorne zusammenhalten, damit das schön schmal wird. Und dann gehe ich hier unter meine Wangenknochen, knalle ich ein bisschen was rein
oben an den Haaransatz. Ich habe ein eher rundes Gesicht oder ein bisschen breiteres Gesicht. Dadurch finde ich, kommt das dann immer noch mal ganz gut rüber, wenn man das so ein bisschen konturiert. So. Und gerade wenn man sich auch so ebenmäßig geschminkt hat, passiert es dann oft, dass man dann so ebenmäßig platt aussieht und eigentlich breiter, als man eigentlich ist. Schön verteilen alles und fertig. Nächster Schritt ist dann ganz einfach, ist dann von Love, bin ich ja totaler Fan von dem Highlighter. Die haben so einen Metallic Highlighter, das sieht man hier auch schön, und so einen Soft Illuminator. Also der eine hat wirklich Glitzerpartikel, sieht man ziemlich gut, und der ist sehr matt. Jetzt, ich möchte heute nichts bei den Augen machen, deswegen nehme ich wirklich nur den Metallic, weil der reicht mir. Und den trage ich mir hier auf und hier und auch ein bisschen hier beim Lippenbogen und bei der Nase, ein bisschen über den Augenbrauen, ganz entspannt. Ich würde, wenn ich jetzt mich auch an den Augen schminken, würde ich es auch hier unter die Augenbraue machen. Kann man auch so ein bisschen machen, dann sieht das noch ein bisschen offener aus, aber hier ist eigentlich das Wichtigste, dass das Licht schön reflektiert wird und man nicht ganz so fertig aussieht. Dritter Schritt, oder fünfter Schritt, ich weiß gar nicht, wo wir schon sind, ist dann meine Augenbrauen. Die Form ist eigentlich ganz schön. Ich kämme die mir immer ein bisschen noch mehr in Form. Hier ist ein integriertes Bürstchen bei diesem L'Oreal Brow Artist Shaper dabei. Nicht jeder hat das dabei, muss man auch nicht unbedingt so kaufen. So ein Bürstchen gibt es überall. Und wenn der zum Beispiel leer ist, dieser Stift, dann werde ich mir diese Kappe auch einfach aufheben und auf irgendwas anderes raufknallen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Hier auf der anderen Seite befindet sich die Farbe. Und hier ist noch so ein bisschen Fixierstift. Den habe ich noch never ever benutzt, weil ich finde das jetzt nicht so wichtig. Gehe ein bisschen in den Ansatz rein, schön die Form entlang. Und da, wo ich das Gefühl habe, wenn man sich hier vermalt, einfach mit dem Finger wegwischen. Wenn man das Gefühl hat, das kann noch so ein bisschen mehr Tiefe gebrauchen, muss man einfach öfter über die gleiche Stelle gehen und dann ist man fertig. Ein Tipp für diejenigen, die sagen, ich habe jetzt nicht so viele Augenbrauenhaare, man kann einfach mit so ein bisschen in die Bürste hier, die ist bei mir echt schon, wie eklig die aussieht, in die Bürste hier kann man ein bisschen Babypuder machen und das so ein bisschen über die Augenbrauen machen, dann wirkt das ein bisschen voluminöser aus. Aus irgendwelchen Gründen ist meine eine Augenbraue jetzt viel dunkler als die andere. Nun gut. Es ist ja auch natürlich, wenn man nicht perfekt ebenmäßig aussieht, sage ich jetzt mal. Dann als nächstes kann man schon die Wimpern machen. Ich zeige euch zwei, die ich ganz gut finde. Das sind beides auch nur Probegrößen. Das ist von Shiseido der Full Lash und hier habe ich von Lancôme den Hypnose Doll Eyes. Ich mag beide. Ich zeige euch auch mal wieso. Manche Probenpackungen sind nicht so. Guck mal bitte, was das für eine tolle Bürste ist. In einer Probepackung drin. So, wie sieht man es am besten so? Und das ist in dieser Packung drin. Also oft sind die ja noch einfach so klein und die haben bei Lancôme, die sparen da auch nicht. Die machen da wirklich ganz tolle Bürstchen und die geben das auch so in der Probepackung weiter. Und das finde ich klasse. Ich liebe ja Mascara. Ich liebe Mascara. Und ich muss mir unbedingt mal abgewöhnen, meine Augenbrauen so hochzuziehen, weil diese Falten da oben, die gehen dann auch irgendwann gar nicht mehr weg. Das war jetzt, also die eine Seite ist jetzt nur einmal geschminkt mit Lancôme. Dann haben wir noch den von Shiseido, den kann man so ein bisschen wie biegen. Ich weiß nicht, kommt das hier so auf dem Video richtig rüber? Ist auch so eine leicht geschwungene Bürste, die hat so wie so eine Welle. Und dadurch erfasst man wirklich unheimlich viele Haare. Und ich tusche es jetzt nur einmal, um zu zeigen, wie es aussieht. Ich verlinke auch mal in der Infobox unten einen Blogpost, den ich mal gemacht habe, über unterschiedliche Mascara. Die habe ich mal letztes Jahr getestet. Ich glaube, das sind 6 oder 7 Stück, die ich dort zeige. Und dann könnt ihr euch selber mal ein Urteil bilden, welche Mascara wirklich gut sind und ob das wirklich immer stimmt, was da angepriesen wird mit länger, größer, weiter. Jetzt, ich habe das Gefühl, dass mein linkes Auge wirklich mehr Wimpern hat, weil, guck mal, hier sieht es doch viel größer aus oder länger, die Wimpern, als hier. Vielleicht sind die Wimpern hier auch wirklich länger, das weiß ich jetzt nicht.
Wie nah muss ich denn rangehen, so, damit ihr das seht? Und weißt du, was ich dann einfach mache? Dann mache ich das einfach auf der anderen Seite auch. Mal auf der anderen Seite nochmal das zweite Mal jetzt mit Shiseido rüber. Ganz entspannt. So. Jetzt sieht es doch fast gleichmäßig aus. Und dann auf der anderen Seite fairerweise nochmal Lancôme eine Chance geben. Ich habe mir da so ein Reiseset geholt, das fand ich echt klasse. Und in diesem Reiseset war natürlich das Jornifique Serum dabei, was leider auch schon aufgebraucht ist. Und ich glaube, ich muss mir das in der großen Packung kaufen. Ich liebe das jetzt gerade. So sieht es aus. Sieht doch ganz gut aus. Als nächstes kommt natürlich Blush. Ich liebe das. Ich finde, Rouge ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich habe hier von e.l.f. Das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch beim Douglas. Habe ich die Blush-Palette in Light. Ich zeige mal, wie die aussieht. So sieht die aus. Ich benutze diese Farbe nicht. Das benutze ich so für die Kontur, für hier. Und diese beiden Farben benutze ich wirklich für auf den Wangenknochen. Also ein bisschen reingehen. Und diese Farbe kann man auch unheimlich gut hier oben nochmal am Ansatz gebrauchen. Wenn man jetzt tatsächlich noch sich die Augen schminkt, würde ich immer machen, habe ich auch schon oft in Videos gezeigt, jetzt nochmal ein bisschen über die Wangenknochen rüber, würde ich immer diese Farbe, die man dann auch auf den Wangenknochen macht, hier oben auf die Augenlider tragen. Das sieht unheimlich gut aus und man sieht total wach aus. Okay, ich habe jetzt so oft auf die Kamera geguckt und die jetzt echt mich angucken. Okay, ist gerade echt ein bisschen mega viel. Aber weißt du was? Kein Problem. Ein bisschen Farbe hier im Winter schadet niemandem. Und dann bin ich fertig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser Look mir nicht reicht, dass das mir zu unfarbig ist. Und dann würde ich noch mal meinen anderen Blush holen. Der ist hier von Chanel. Ich verlinke euch das nochmal unten. Das ist nur so eine ganz, so ein kleines Baked Powder. Sieht ganz toll aus. Die haben auch diesen Pinsel dabei und ich liebe diesen Pinsel, weil das ist wirklich der einzige Pinsel, finde ich, mit dem man das unheimlich gut auftragen kann. Der ist noch mehr rosastichig, das passt ganz gut, weil ich grüne Augen habe. Und der gefällt mir klasse. Also wenn dieser Look noch nicht fertig genug ist, dann kann man noch ein bisschen mehr machen. Das ist mein fertiger Look, der sieht ganz leicht und locker aus. Er ist meiner Meinung nach auch ganz schnell. Er hat natürlich jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich gucke mal auf die Uhr, ungefähr 12 Minuten. Normalerweise macht man das auf jeden Fall in 5 Minuten, 3 Minuten, wenn überhaupt. Weil man das ja so nebenbei macht und dann ist man sofort fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Schaut es euch an. Und ich verlinke euch alle Produkte unten. Hinterlasst mir gerne eure Fragen, Kommentare oder was ihr sonst noch wissen möchtet. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr hier zu zeigen, wie ich mich schminke. Ich habe das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Tut mir leid. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.